heute mal von einem anderen Standpunkt oder Platz oder Filmplatz aus, weil oben habe ich alles voll liegen. Und jetzt war ich heute Morgen im Teddy und im Rossmann und im und im DM. Ich fange aber mal mit dem Teddy an. Da habe ich mir diese Mensch Aufkleber geholt. Die fand ich jetzt wegen den Sachen hier, ne? Dem und dem. Ja? Ja, ich habe einen Sprachfehler. Das einmal. Dann das. Ja, die sind schon älter, ne? Aber ich habe gedacht, heute komm, dann habe ich mir das wieder mitgenommen. Und das. Und das. Im Teddy war es dann spannend, oder was heißt spannend? Seltsam an der Kasse, ne? Da hat die Kassiererin so genau geguckt, ne? Hat die Sache so geheult. Und guckt so genau, macht sie. Und zwar diese. Schaut euch das mal an. Die sind ja mal so süß. Wenn ich die komische Rahmen mache, ne, kann ich die auch in den Rahmen reinstellen. Ne? Oh, das ist so toll. Da steht Tea Time drauf. Sieht man das vielleicht? Nee. Ja, das sagt die zu mir, also die Dora habe ich schon noch nie gesehen, ne? Ja, da war die ganz fasziniert, ne? Hat sich die genauer angeguckt. Dann habe ich mir diese Schlappen geholt, weil ich laufe grundsätzlich oder eigentlich so gut wie immer mit wie heißt dann, Zehbeschuh. Zu Hause rum, also sind aber so Puma. Ach du liebe Güte, was ist das dann, ey? Das habe ich mal gerade anprobiert. Ja, das ist mal ein bisschen so groß, aber der Hemd reicht. Ja, da habe ich gedacht, komm, weil ich, sobald es jetzt wie jetzt ein bisschen wärmer wird, ziehe ich ja keine normalen Schuhe mehr an. Ne? Ich mache mir nachher noch deswegen habe ich mir auch noch den Nagellackentferner gekauft, der gleich an die Reihe kommt. Mensch, dann diesen kleinen Acrylblock. Der ist wirklich mini klein. Ja, für die kleinen Silikonstempelchen ist der wunderbar. Und dann nochmal sowas. Und das und das. Ihr wisst ja, ich muss immer maßlos übertreiben, ne? Die fand ich auch so toll. Ja, und jetzt müsst ihr mich berichtigen, wenn ich jetzt was Falsches sage. Ne? Ich habe ja jetzt schon 3000 von diesen Dingern ja hier. Ne? Also 4. da steht jetzt 4 Euro drauf. Und ich bin der Meinung, ich habe für die anderen 5 Euro bezahlt. Jetzt nehme ich ja immer alles direkt aus der Verpackung raus. Kann ich das jetzt nämlich gut nachvollziehen? Vielleicht weiß es einer von euch. Weil ich denke, echt, die haben den Preis gesenkt für die. Ich bin mir jetzt aber auch nicht sicher. Kann auch sein, dass ich schon mal geistig umnachtet bin. Dann habe ich mal noch den Sekundenklebergel mitgeholt. Dann dieses putzige Ding hier. Weil in meinen Ecken, ja, da habe ich immer den Besen stehen. Ja, aber so, weißt du, ich schmeiße immer die Sache auf den Boden, ne, dann kann ich so ein bisschen Schere, also so Sammelkehre und fand ich süß, ne, für das bisschen, was da in meinem Ecke ist, fand ich das ganz toll. Also habe ich es mitgeholt, ne. Dann noch diese Sticker. Ja, die sind ja auch schon, denn noch immer.
schon 3000 Mal über andere Holz gegangen. Schön. Schön. Und die da. So, das war jetzt Teddy. Warte mal. Da habe ich noch die Tasche mitgeschleppt, ne? Weil ich ja natürlich wie immer keine Tasche dabei habe, wenn ich kaufen gehe. Wäre ja nicht so, dass ich extra dahin fahre. Ne? Bei mir könnte man meinen, ich schlendern dann mal durch Zufall da vorbei, aber das ist ja nicht so. Ne? Ich schlendere nirgends auf Zufall vorbei. So, die mache ich dann mal drin. Die hole ich gleich mit hoch, weil ich habe jetzt, wie gesagt, gedacht, ich bin jetzt auch gerade am Kochen, weil ich so einen Hunger habe. Dann war ich im DM. Da habe ich mir diesen Haarreif geholt. Ganz normaler. Aber die haben Preise wie in der Apotheke. Ne? 1,95. Den Doar, den ich da auf meinem explodierte Sofakissen hang. Der hat aber 2 Euro noch was. Warte, schon glaube ich. Oh nee. Nee. Ach, habe ich nicht da. So, was habe ich denn da noch geholt? Was habe ich da? Probieren wir mal jetzt im DM, ne? Nee. Was habe ich denn im DM noch geholt? Nö. Nö. Ah, ich bin auch ein bisschen woches. Im DM habe ich noch ich bin jetzt total woches. Keine Ahnung, was ich dort geholt habe. Auf jeden Fall war es scheinbar nicht viel, aber es war 28 Euro. Keine Ahnung. So, dann machen wir im Rossmann weiter. Ne? Dann war ich im Rossmann, da habe ich Mirtefrisch mitgenommen. Die finde ich so toll, weil die das Wasser blau machen. Ne? Da läuft das Wasser rein und dann machen die das Wasser im Becken auch blau. Finde ich toll und riecht auch gut. So, dann kannst du im Angebot, ich glaube für 49 Cent, das da Duschgel gehabt. Fand ich super. Das riecht doch gut. Was, das ist ja eigentlich für Männer. Aber ich benutze das auch. Ne? Meine Kinder, die gratulieren mich ja zum Vatertag. Ne? Ja, die sagen immer zu mir, du bist Mama und Papa in einem. Und dann sagen die, gratulieren die mir sogar zum Vatertag. Unfassbare Szene spielt sich bei uns nochmal ab. Dann den Nagellack entfernen, weil ich nachher mal meine Füße schön mache und ich habe immer Nagellack drauf, den mache ich dann ab. Dann noch Zahnpasta, die war auch im Angebot. Ja, die sind wirklich gut. So, dann noch diesen Mascara, Mascara, ich bin ja nicht so, die sind sehr billig, ne? 2,95 ne? Und ich mache mir damit immer die Augen. Ach, sieht man nicht gut, ne? Naja, auf jeden Fall, da mache ich mir immer die Augen damit und das reicht völlig aus. Ich habe vorher immer von Maybelline, wenn ich die Dinger gehabt und ich finde, der ist genauso gut. Ne? Also der macht genauso scheiße Wimpern wie der Anna. So. Dann habe ich den damit geholt. Der schimmert so ein bisschen. Sieht man das? Warte, ich gucke. Ja, aber da ihr seht ja, ich mache mir keinen Nagel auf die Finger. Ich lackiere mir immer nur die Zehennägel, weil das finde ich dann schöner und mache dann nach dem Nagellack drauf und dann Glitzer. Also streue dann Glitzer drüber. Das sieht sau schön aus. Ach ja, bin ich eine schillernde Persönlichkeit. Dann habe ich das L'Parfum mitgenommen. Das ist halt so billig Marke, ne? Aber warum?
solche billige Teuerradpulle. Weil, wie gesagt, so für das ganze, für so zwischendurch, so Antisprühe. Ich benutze normalerweise Elisab. Das ist so toll. Ich rieche das so gern. Das ist so ein tolles Parfüm. Ah, oh, kostet 70 Euro, ne? Die muss man erst mal haben. Und die habe ich nicht, weil ich immer Bastelsachen kaufe. Ne, also das benutze ich normalerweise. So sieht die Flasche aus. Jetzt habe ich extra gewartet. Ich habe mich gerade eben geduscht. Und ich sehe auch aus. Mir war die ganz richtig. Jetzt bin ich mal gespannt, ob da noch das war, was ich ausprobiert habe. Ja, ich glaube, das ist es. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ich muss mal kurz warten. Oh meine Güte, ach du Scheiße. Sag mal, ich hatte rum. Dann diese Bodycreme. Die riecht ganz gut. Mit der habe ich mich gerade nach dem Duschen eingecremt. Moment, ich gebe mir noch die andere Holle. So. Dann habe ich noch die Body Butter von Rossmann. Und wirklich, er wird es kaum glauben. Ich bin die ganze Zeit am Überlegen, was ich im DM gekauft habe. Wie gesagt, da habe ich auch 20 Euro bezahlt. Hatte ich denn doch gehabt? Das Parfüm. Nee. Im DM. Ah, nee, im DM habe ich das Parfüm gekauft. Und der Nagellack. Ja, jetzt weiß ich es nochmal. Ah, und die Zahnpasta habe ich auch im DM gekauft. Und das da. Ich habe jetzt gerade überlegt, wie das ganze Geld da zustande gekommen ist. Da habe ich ja auch so viel bezahlt wie im. Ja, doch. Riecht ein bisschen strenger. Das ist eine limitierte Edition. Beach Time. Ja, so, wie gesagt, ich bin ja nicht der Aufreißer-Typ. Ich robbe im Geschäft ja keine Sache auf, für so Rieche oder sonst irgendwie was. Das ist nicht meine Art. Weil ich selber im Geschäft gearbeitet habe und dann hätte ich im Strahl kotze können, wenn es nicht gepasst hat und sie dann um ein Regal geworfen haben. So, jetzt, achso, und Tempos habe ich noch, die und Ceva, also nicht Ceva, sondern und noch Rasierer, die habe ich jetzt so hingeleitet, das ziehe ich jetzt gerade erst. Ja, das war mein, und beim Rossmann habe ich noch die feuchten Tücher mitgenommen. Die waren auch im Angebot, die haben 3,19 Euro kostet. Wenn man bedenkt, dass normal so Ding 1 Euro kostet, aber 90 oder 99 Cent, ja, dann war das schon gut. So, habe ich jetzt alles. Ja, das war halt Mini-Teddy-Haul heute, ne? Also so viel war es jetzt nicht. Ja, das wollte ich euch zeigen. Und wünsche euch einen schönen Tag. Bis dann. Tschüss.